Und das immer wieder. In geheimer Mission. Wir werden jetzt mal gucken, dass der auch dann wieder irgendwo hingeht. Und wir versuchen ihn dann schnell uns zu ihm zu gesellen. Am besten, wenn der Typ nicht unbedingt gleich da eine raucht. Wenn wir mal bedenken, wo so können wir ihn hinbringen. Wir können ihn nur hinter die Kabine bringen. Da wären wir dann mal aus dem Schneider. Ich glaube, das machen wir auch so. Wir teleportieren uns hinter ihn, machen ihn bewusstlos, bringen ihn schnell dahinter und dann kümmern wir uns um den anderen. So. Der erste Streich folgte jetzt zugleich. Der muss sich doch wundern. Wo ist mein Kumpel hin? Ist ihm gerade wahrscheinlich ein bisschen. Jetzt ist er erstmal ein bisschen verwirrt. So, hä? Was ist los? War doch einer? Geht jetzt. Der geht nicht die Treppen hoch. Wo geht er denn hin? Hä? Denkt er sich. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der vielleicht hier hinten? Bitte versuche es nicht, hier nach hinten zu kommen, um zu gucken, ob er hier ist. Das würde ich ziemlich uncool finden. Aber der weiß gerade nicht, wo der hin ist. Wo ist denn Jim? Oh, bitte lass nicht, dass der Tallboy uns sieht. Davor habe ich gerade auch noch ziemlich einen Bammel. Bimmelbammel. Theoretisch auch noch sogar. Ja, wo lassen wir die Leute denn erstmal? Ich kann sie jetzt gerade nur bis hier lassen. Granate? Boah, sehr gut. Elixier. Die sind uns ja so ausgegangen gerade. In letzter Zeit. Normalerweise haben wir 10.000 von den Sachen, aber jetzt auf einmal sind die alle ein bisschen sehr, sehr wenig geworden. Ich freue mich gerade, dass das gerade alles so schön funktioniert. Es darf uns bloß nicht ein Tallboy noch sehen oder so. Dann ist alles wunderbar. Ach, den Turm haben wir ja schon ausgeschaltet. Okay. Alarm. Aus. Schaltkreis manipuliert. Ich glaube, ich werde dann nochmal die Nachricht lesen, um sicher zu gehen, was da wirklich stand. So. Wunderschön. Theoretisch würde man die finden, sobald man hier rausgeht und mal um die Bude guckt. Mal gucken, ob man die sieht. Einfach nur aus Neugier. Wenn man sich mal vorstellt, ich komme hier raus, ich bin nicht sonderlich groß. Ah, ganz knapp vielleicht. Wir werden auf jeden Fall nicht durch das Haupttor reingehen. Das wäre ja ein bisschen wahnsinnig. Ich meine, es wäre unerwartet. Warum sollte ein Attentäter durch das Haupttor kommen? Okay. Ach, das finde ich wirklich schade, dass man diese Tallboys nicht wirklich ausschalten kann. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen cooles Zeug sein, aber ich glaube, ich werde wohl oder übel darauf verzichten müssen. Ey, das Schwimmen ist hier voller Horror in dem Spiel, ein bisschen. Nee, nicht ein bisschen, das ist schon wirklich ein Horror, voller Horror. In die Hütte können wir rein. Allerdings nur, wenn der Tallboy gerade auf in die andere Richtung geht. Und wir können auch nur ein bisschen gucken,
Bleibt er da jetzt stehen? Nee, der dreht sich jetzt um. Also, wir eilen uns schnell, schnell, schnell. Wir sehen ja, da sind noch ein paar Sachen. Wow. Auf dem Dach liegen noch ein paar Kingsbarrow-Federn. Und da sind drei Wachen. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich. Und da ist, glaube ich, noch ein Pyro-Elixier. Also die drei Wachen sind mir eigentlich egal. Das sind, glaube ich, auch die Wachen, die da immer reingegangen sind. Und wegen einem so einem Ding werde ich mir jetzt nicht mal meinen guten Lauf kaputt machen. Ich werde aufs Dach versuchen, noch hochzukommen. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder zurücklaufen. Ja. Mist. Hat nicht funktioniert gerade. Ein bisschen dumm gelaufen, weil ich wieder runtergefallen bin. Jetzt kommt wieder der Taubau hier vorbeigestapft. Also das sind diese drei Wachen. Der Typ ist immer dieser feste Typ gewesen. Die zwei gehen da immer wieder mal rein. Ja, das ist egal. Da ist zwar ein Pyro-Elixier. Ich wüsste eigentlich, das Einzige, was ich gerne wüsste, ist, was sie da noch eigentlich faseln. Mehr will ich gar nicht wissen. Ich glaube, hier gibt es auch nicht unbedingt mehr zu holen. Alter, warum springst du nur einen kleinen Sprüngchen? Machst du sein kleines Sprüngchen da nur? Haben wir das mal so einfach? Fall schon da runter, oh Gott im Himmel. Hutzi Biberutzi. Okay, das lief bis jetzt gut. Ich will nur wissen, ob die ein Gespräch da wegschleudern. Deswegen mache ich das jetzt mal. Tut mir leid. Normalerweise würde ich das jetzt nicht so machen. Ich mache das einfach mal. Speichern ist schon irgendwo sinnvoll. Wir wollen hier nicht immer alles 10.000 Mal machen. Weil jetzt normalerweise, glaube ich, würde ich jetzt zurückgehen. Und ich... Wow. Und jetzt versuche ich einfach nur zu gucken, ob es da noch was gibt oder nicht. Von diesen drei Leuten guckt niemand nach oben. Von daher, der Teufel. The Lord Regent. Getötet. Von da an wurde alles nur noch schlimmer. Ein dunkler Tag, sicher. Aber durch die Seuche war die Lage bereits schlecht. Beschäftige dich nicht zu sehr damit. Lass mich dich trösten. Ich muss zurück an die Arbeit. Kann ich dich vielleicht später sehen? Keine gute Idee heute Abend. Sie geht von dann. Ja, auch. Tja, diese Fragen kann leider niemand beantworten. Ich hoffe, das war jetzt nicht töricht. Theoretisch hatten wir eigentlich Glück, dass er uns hier nicht gesehen hatte. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Kein Zweifel. Wir werden hier, soweit es geht, versuchen, relativ schnell hier wieder auch abzuhauen. Es ist nur die Frage, ob wir dafür unsere Zeitverlangsamung... Nee. So. Es gibt drei Wege. Lüftungsschacht, Wasserschleuse...
Es kommt aber alles ins Foyer. Ich glaube, ich nehme lieber den Lüftungsschacht. Der ist mir momentan ein bisschen sicherer. Also für diesen kleinen Gesprächsfetzen haben wir quasi riskiert, fast drauf zu gehen. Wir werden, sobald das Ding... theoretisch hätten wir jetzt losrennen können. Aber er hat gerade aufgehört zu rauchen. Wir wissen nicht, in welche Richtung er gehen wird. Wahrscheinlich kommt er jetzt hier erstmal wieder zurück. Das tut er auch. Man muss hier ein bisschen geduldig sein. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass sich das manchmal hier so ein bisschen hinzieht. Es ist leider so. Bei so einem Spiel, wo man relativ schleicht, ist das eben gegebenenfalls leider so zu beachten. So. Hätten wir geschafft. Es ist die Frage, wie machen wir das? Wie gehen wir vor? Drei Optionen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme gerade, weil ich ein bisschen wenig Mana habe, nehme ich diese Rattenfress-Sache. Flinker Schatten, du kannst, das ist sehr wichtig. Leichenbestatter, das ist auch wichtig. Gegner Schüsse können mit geringer Wahrscheinlichkeit verfehlen. Ist auch gut. Das ist auch gut. Rattengeruch. Ratten greifen dich nur an, wenn du näher auffällst. Starke Arme, brauchen wir gut. Gesunder Appetit ist auch gut. Schnelles Ausweichen. Verfehlen dich häufiger, das ist auch gut. Fechter, du gewinnst Schwertkampf häufiger. Wir kämpfen aber eigentlich nie. Dann nehmen wir einfach mal den Fechter weg. Gassenmal. Genau, das wollte ich. Ist unser Mana voll oder was? Nee, ist es nicht. Jetzt essen wir ein paar weiße Ratten. Auch wenn es nur minimal was bringt, aber besser als nichts. Nichts. Und wir entscheiden uns, glaube ich, für den Lüftungsschacht. Denn oben zu sein hat immer einen Vorteil. Man hat den Leuten eben etwas voraus. Und ich glaube, das Herz verweist uns jetzt auch darauf, dass es hier nichts gibt. Das Ding ist da drin und wir müssen da rein. Von daher werden wir jetzt auch da reingehen. Hier residiert der Lord Geld. Und die auf den Henker warten. Doch ihre Wohnungen unterscheiden sich. Kann ich mir gut vorstellen. Betreten wir das durch den Lüftungsschacht in den Innenbereich des Dumbledore Tower gehen. Nicht ins Foyer, es ist einfach nur der Innenbereich. Und wir sind, glaube ich, im ersten Stock. Wir haben das ja gesehen, der Dumbledore Tower, da sehen wir es nochmal. Du kannst Granaten kochen, damit sie beim Aufprall explodieren. Durch die Kraft zeitverlangsamen der zweiten Stufe im Flug gestoppte Geschosse können eingesammelt werden. Okay, brauchen wir nicht. Indem du mittels Beherrschung die Kontrolle über andere Menschen übernimmst, kannst du Sicherheitsvorrichtungen wie Lichtwände oder Blitzfall passieren. Okay. Gehe mit Bedacht über den Boden. Tritt nur einmal auf jeden Stein. Er kann die Gedanken nicht aus seinem Geist vertreiben. Ihr Bericht, General Tobias. Das Gelände ist sicher, Lord Regent. Oh, die haben Fernseher. Erneut nachzusehen. Ich werde nach unten in mein Schlafzimmer gehen. Verzeihung, Sir. Es wäre wohl am besten, wenn Sie in Ihrem Schutzraum auf dem Dach bleiben würden. Ich brauche heute den Komfort meines Bettes. Ich vertraue darauf, dass Sie und Ihre Männer den Tower ausreichend sichern können. Und kommen Sie nach Ihren Runden zu mir. Ja, wie Sie wünschen, Lord Regent. Ich gehe nach oben. Sichern Sie diesen Bereich und aktivieren Sie den Alarm, wenn es Ärger gibt. Ja, Sir. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht, indem ich... Der Dumbledore Tower ist nicht so hoch, dass er gegen den Gestank des Todes immun wäre. Okay, ich glaube, hier sind wir ganz sicher. Ich... Das schaue ich mir mal besser an. Was meint er mit, das schaue ich mir mal besser an? Wir haben hier... Eins... Ja, natürlich.
Einen einzigen. Da hinter sind noch mehrere. Aber hier vorne ist nur ein einziger. Okay, gut zu wissen. Also gehen wir mal hier hin. Da unten wäre wahrscheinlich die Tür, wo wir rausgekommen wären, wenn... Ist hier wirklich kein anderer? Und da können wir mal sehen, wie dumm es wäre wahrscheinlich gewesen. Wie dumm es wahrscheinlich gewesen wäre, wenn wir durch den Haupteingang gehen. Was ist denn das überhaupt? Gekommen wären. Ah, die beschissen. Ah, wir wären tatsächlich hier reingekommen. Okay. Boah, ich weiß gerade nicht, was ich mit ihm machen soll. Ich werde ihn erstmal hier ablegen. Wenn ich ein besseres Versteck für ihn finde, werde ich es in Anspruch nehmen. Aber erstmal kann der hier bleiben, wo er ist. Oh, oh. Er hat da ist. Na, wundert er sich noch nicht, wo sein Kumpel ist? Scheinbar nicht. Gut. Schauen wir uns hier nochmal um. Hier unten gibt es diesen Raum. Nur eigentlich dieses Treppending. Nach oben. Da sind dann nochmal zwei weitere Räume. Ein Treppenhaus. Weiter in den Turm hoch, oder was? Nee, da hinten? Ich weiß nicht, wo er sein Schlafgemach hat. Aber da unten gibt es auf jeden Fall noch Räumlichkeiten. Wir können vielleicht noch hier diesen ersten Stock absuchen. Eventuell? Eventual. Entschuldigt, bitte. Ha, ich kann mich unter dem Tisch verstecken. Nur vorsichtig sein. Vorsichtig sein, was wir tun, was wir wollen, was wir sehen, was wir machen. Vorsichtig sein. Ganz vorsichtig sein. Wir sind nie allein, denn wir sind vorsichtig. Vorsichtig ist nicht nachsichtig. Vorsichtig ist brillant. Vorsichtig ist eingebildet. Vorsichtig ist ganz charmant. Sich wundern würde, wo sein Freund ist, dann könnten wir den ausschalten. Oder wir machen das auch. So, obwohl er sich wundert. Etwas Glück. Sieht ihn niemand. Weil das ja hier noch unten ist. Das war knapp. Das hätte fast wieder nicht funktioniert. Ja, ich weiß leider nicht, wohin mit den Leuten, deswegen... Bleibt mir gerade nichts anderes übrig, als sie alle hier nach unten zu werfen. Ich hoffe nämlich, dass niemand da hingeht. Könnten wir noch hin? Ich habe den Generalschlüssel benutzt. Ich wusste gar nicht, dass ich einen habe. Das ist die Küche. Halte, um das Schlüsselloch zu gucken. Wer sind diese Leute hier unten? Und das hier ist für den Folter... Ich meine den kaiserlichen Befrager. Oh nein, warum muss ich ihm das bringen? Er ist harmlos, solange du nicht vorgesehen bist zur Hinrichtung oder zum Verhör. Er ist so seltsam.
arbeitet immer an geheimen Dingen. Und er ist ein brutaler Hund. Vertrau mir. Er ist zahm wie ein Lamm. Jetzt bring ihm sein Essen. Soll dem Folterer also einen Besuch abstatten. Okay, das gibt mir erstmal Gelegenheit, die Küche zu plündern. Boah, ich hab Hunger. Gar nichts gegessen hier. Mehr Piero-Elixier. So. So. Gemächer des Foltermeisters. Können wir uns eigentlich hier so richtig verstecken? Im Müll? Können wir. Und ich glaube, das ist dann auch ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Ja. Gut. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich gucke mal nochmal optional das Ziel an. So, finde... Hier, statte dem Foltermeister einen Besuch ab. Finde die Gemächer des Foltermeisters, eliminiere den Foltermeister. Warum sollte ich das machen eigentlich? Frage ich mich, aber ist egal. Vielleicht können wir die Rolle von ihm annehmen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Also in der nächsten Aufnahmephase. Hattet Spaß. Ich bin relativ gut durchgekommen. Ich hoffe, ich kann dieses Level halten. Auch wenn ich gesehen wurde, ist egal. Lässt sich jetzt auch nicht dran ändern. Was soll's. Naja, wie auch immer, wir sehen uns bei. Tschüss. Euer Jamo an eurer Stelle. Bla.